Nach langen Monaten der Abstinenz bestritten nun die Oberliga-Fußballer des FC Grimma ihr erstes Testspiel. Vor einer ansehnlichen Kulisse im Grimmauer Husarensportpark konnte man bereits vor dem Eintreffen der ersten Spieler eine erste Neuerung beim Gastgeber ausmachen. Mirko Jentsch ist der neue Assistenztrainer beim FC Grimma und ist auch kein Unbekannter auf Grimmas Rasen. Im Sommer 2016 wechselt er von der BSG Chemie Leipzig an die Mulde, welche er dann nach zwei Spielzeiten in Richtung SG Taucha wieder verließ. Und so empfing man nun an diesem Samstag den Drittligisten, den Halleschen FC. Unter der Leitung von Grimmas Alexander Sater sollte dies keine leichte Aufgabe für den ersten sportlichen Test der Muldestädter in Vorbereitung auf die Oberligasaison 2021-2022 werden. Und so kam es dann auch, denn bereits in der zweiten Spielminute tauchte Michael Eberwein völlig frei vor Grimmas Keeper Pascal Birgit auf und konnte vollenden. Grimma tat sich besonders in Halbzeit 1 etwas schwerer und hatte große Mühe, um es überhaupt einmal in die Nähe des gegnerischen Tores zu schaffen. Somit war es also nur eine Frage der Zeit, bis der Gast weiter erhöhte. 12. Spielminute und Marcel Titsch Rivero nach einer Redemann-Ecke per Kopf zum 2:0. Halle dominierte weiterhin das Geschehen auf dem Grün und Grimma hatte alle Füße voll zu tun, um nicht noch weiter ins Hintertreffen zu geraten. Aber trotz aller Versuche schaltete Terence Boyd dann am schnellsten. Nach 20 gespielten Minuten hieß es also 0:3. Und nur 8 Minuten später markierte Jonas Niedfeld mit diesem Freistoßtor das 0:4. Halle war auch weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und hatte weiterhin gute Möglichkeiten, um das Torkonto weiter aufzustocken. Aber erst Boyd und eine Minute später Redemann brachten das Runde im eckigen Unter. Für die Mannen von Alexander Kunert stand die Verteidigung des eigenen 16er fast im Vordergrund, denn im Spiel nach vorn gelang so gut wie gar nichts mehr. Noch zweimal klingelte es im Grimmauer Gehäuse. Boyd erhöhte mit seinem dritten Treffer auf 7:0 und Sekunden vorm Halbzeitpfiff erhöhte Eberwein nach einer Niedfeldecke sogar auf 8:0. Die Halbzeitpause wurde auch von beiden Mannschaften zum großen Spielerwechsel genutzt, wodurch sich dann der Gastgeber etwas besser präsentierte. Grimma stand nicht nur hinten drin, sondern versuchte auch in Abschnitt 2 weiter mitzuspielen. Ob Jan Hübner oder Maximilian Sommer, Tom Schreiber im HFC-Gehäuse war auf der Hut. Und trotzdem blieben die Hallenser weiter das spielbestimmende Team. Und so musste sich Nico Becker im Grimmaer Tor dann erst beim 4. Anlauf geschlagen geben. In der 69. Spielminute erhöhte Julian Dersthoff auf 9:0. Noch einmal sollte der Ball in den verbleibenden Spielminuten einschlagen und erneut war das Grimmauer Tor das Ziel. Justin Eilers reagierte hier am schnellsten und stellte den 0:10 Endstand her. Für Grimmas Trainergespann gilt es nun, die Mannschaft weiter nach vorn zu bringen, um sich dann beim Start der neuen Oberligasaison in Bestform zu präsentieren.